Bam. Hallo, meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Clash Royale. Ja, und heute gibt es mal wieder eine Challenge, denn heute kopieren wir uns mal das Deck, das erste Deck, was wir aus den Top 100 hier kopieren können. Natürlich auch wieder mit der Bestrafung. Die Bestrafung seht ihr wie immer am Ende des Videos, aber erstmal öffnen wir die Gratis-Truhe. Oh, wir ziehen sogar eine epische. Die Hexe. Geiler Scheiß. Das startet doch mal schön in die Folge. Vielleicht können wir heute mal unsere erste Challenge für uns entscheiden. Wir öffnen auch noch diese Clan-Chest, nur 7 von 10, weil viele aus meinem Clan im Urlaub sind. Und darum, selbst ich wegen ganz Vorproduzierstress habe nur 15 oder so geholt. Das heißt, ich kriege die Bats. Vollkommen solide Truhe. Kann man nicht eigentlich nicht mehr von erwarten. Und ich stehe schon mal Deck bereits. Genau das hier ist halt nur wegen der Triple Alex Challenge. Das brauche ich jetzt aber nicht mehr. Ich würde sagen, wir gucken mal, was wir uns jetzt erst kopieren können. Das ist der Nighthexe, also die Nightwitch drin, können wir uns schon mal nicht kopieren. Ja, das sieht auch aus, als würden wir uns das kopieren können. Ich weiß gar nicht mehr, was Platz 4, ich glaube es war Platz 4. Oder, ja, Platz 4. Das meiste davon kann ich halt upgraden. Kanone. Sollte ich jetzt noch die Kanone upgraden, nur für das Video, damit sie auf 10 ist? Dann würde ich auf Level 11 gehen, insgesamt. Könnte man natürlich machen, man könnte natürlich auch in diesem Video auf Level 11 gehen und reicht es überhaupt 400? Ja, das würde durchaus reichen. Wollen wir den Scheiß einfach mal machen? Ne, wir machen es am Ende. Wir probieren es erstmal so mit der 9er Kanone. Vielleicht machen wir es noch am Ende des Videos. Ich muss mal schauen. Sind im Moment genau auf 3000 Trophäen. Ich würde ungern wieder runterrutschen. Wie gesagt, die ganz typischen Challenge-Regeln: 3 Games, 2 muss ich gewinnen, dann habe ich die Challenge geschafft. Ich habe halt keine Ahnung, wie man das Deck spielt. Ich habe so eine Mini-Ahnung. Ich habe mir das Deck nicht mal gerade gut angeschaut. Ich habe es einfach nur kurz kopiert. Es könnte ja funktionieren. Es könnte funktionieren. Ich kann. Es ist halt super günstig. Das ist schon mal ein Vorteil an dem Deck. Gut, da hatten wir mal einen schönen Feuerball um die Ohren. Okay. Nice, die stirbt immerhin noch, die Princess, und da warte ich immer Sepp drauf, setze ich hier Hawk Rider plus Ice Spirit. Mit Hawk Rider kommt auch kein einziger Schlag durch, hat meinen Feuerball nicht schnell genug bereit. Ich muss ja erstmal ins Deck reinkommen. Ich denke auch nicht, dass das erste Spiel gewinnen kann, aber man wird ja sehen. Würde ich ganz gerne einen Feuerball raufhauen. Okay, wir haben immerhin mal Damage gemacht. Kanone lockt das dann ein bisschen rüber. Gut, er kriegt einen Hit mit dem Hawk Rider aus, ist noch alles vollkommen im Rahmen. Dagegen setze ich mal meine eigenen Goblins ein. Davor haue ich jetzt den hier und halte mir schon mal mein Set bereit. Boah, come on. Was ein Lauch. Mit Inferno-Turm. Aber wir kriegen trotzdem richtig viel Damage raus. Schöner Angriff. Sehr schöner Angriff. Archers, damit wir überhaupt kein Damage mehr von den kleinen Viechern hier bekommen. Und wieder den Ritter davor. Er hatte schon erahnt. Okay. War nicht schlecht von ihm. Kriegen wir jetzt hier ein Problem? Denk mal nicht. Ja, ein Feuerball wird das da sowieso beenden. Das, was ich jetzt lohnen würde, wäre schon mal auf den nächsten Tower zu pushen. Komm schon, Sepp. Schön, gerade noch rechtzeitig den Sepp gebracht. Wir bekommen aber auch wenig Damage raus. Brauche ich hier noch Archers?
Wie gesagt, ich habe den Tower noch gar nicht. Den würde ich mir jetzt mal ganz eben schnell mal holen. Princess treffe ich da leider nicht mehr mit, aber kann man jetzt auch nicht viel machen. Wir haben gewonnen. Wir haben das erste Game gewonnen. Es sieht so aus, als müssten wir vielleicht gar nicht die Bestrafung machen. Das wäre natürlich richtig genial. Direkt plus 29 zu wählen. Das Deck ging relativ gut auf. Und dann donaten wir erstmal ein bisschen. Und starten zum Unlocken. Oh, ja. Uns fehlt nicht mehr viel XP. Wir werden es am Ende des Videos noch machen, glaube ich. Weil sowieso, durchs ganze Spenden und so werde ich sowieso morgen noch Level 11 werden. Das kann man nicht mehr verhindern. Natürlich werden dann, glaube ich, auch noch schwere Gegner auf mich zukommen und all so ein Scheiß. Aber übrigens, ihr seht ja schon, ich habe mir die Haare geschnitten. Nochmal 2 Tage vor Kalifornien. Damit ich da nicht mit so einer übergroßen Haarpracht... Oh, 6er Golem, lecko mio. Mit so einer übergroßen Haarpracht rumlaufen muss. Der Typ. Mal sehen. Noch ist nichts verloren. Ich will nicht sagen, dass der Typ mich fertig machen wird. Genau, fokus dich darauf. Ja, als ob er sich dann noch so schnell umentscheiden kann. Was eine Scheiße. Ja. Gut, dagegen habe ich jetzt echt wenig. Gegen zum Golem. Gut. Unser erster Tower ist down. Aber sein Kobold stirbt. Und wir probieren mal mit dem Hog Rider zu pushen. Ja. Das sind seine Elite-Barbaren. Ich hatte sie schon fast erwartet. Feuerball kommt zu spät. Ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Ritter. Ja, gut. Ritter hatte ich auch zu wenig Elixier für. Das Game läuft mal überhaupt nicht. Überlegen, wie ich es hier noch irgendwie retten kann. Wahrscheinlich kann ich es sowieso gar nicht mehr retten. So wie es aussieht, aber. Immerhin nochmal ein guter Sepp. Vielleicht holen wir uns ja noch seinen einen Tower. Denn das Game gewinnen sieht im Moment ziemlich unmöglich für mich aus. Das sollte mich nicht weiter stören. Die habe ich auch zu früh gesetzt. Und jetzt muss ich meinen Ritter einsetzen. Hog Rider einsetzen. Und Ice Spirit. Kriege ich hier irgendwas großartig down? Nein, nicht wirklich. Okay, das ist jetzt wirklich mies. Im Moment läuft es wirklich, wirklich mies. Ja, toll, jetzt habe ich gleich ein Problem. Nämlich genau jetzt, wenn ich das alles nicht mehr verteidigen kann. Gut, er holt mich mit drei Kronen. Ah, oh, schade. Schade. Jetzt kommt das entscheidende Match. Wenn wir das gewinnen, dann sieht sehr gut aus für uns. Wenn wir das verlieren, müssen wir die Bestrafung machen. Dann wir starten rein, hoffentlich ein Gegner, den wir schlagen können. Riri von Party HMS. Okay, mal sehen, wie es wird. Und er setzt direkt erstmal so, das sollte mich eher weniger stören. Ja, ich lasse die Feuergeister nochmal mit einem Ritter treffen. Und dann warte ich noch einen Moment, genau jetzt. Gut. Dann setze ich hier die Kanone ein. Hier selber die Bogenschützenden und dahinter habe ich nochmal. Ja, gut, sein Magier wird jetzt auch umbringen. Ah, das ist belastend. Wir beide haben noch kein Damage gemacht und dagegen habe ich jetzt gerade eher wenig. Der Magier musste sterben, das ist er auch. Das heißt, ich bekomme auch den Inferno-Drachen down.
Und jetzt Schweinereiter. Er wird wieder in den Ofen setzen. Wie gesagt, er setzt wieder in den Ofen. Den Ofen bekommt diesmal nicht mal ganz down. Der Sepp drauf hätte sich nicht gelohnt. Bogenschützen, Kanone. Lock ich die ein bisschen rum. Ritter. Das Deck ist nicht schlecht, aber es ist kritisch, mit dem Deck zu spielen. Man hat halt nicht wirklich, wenn der Gegner ein Gebäude hat, hat man immer so die Probleme, da wirklich richtig durchzukommen. Zwar kann ich hier ziemlich gut verteidigen, das muss man dem Deck ja lassen, aber ist kritisch. Bisher bin ich noch ziemlich zwiegespalten. Es lohnt sich auch einfach nicht für mich, darauf einen Sepp einzusetzen, weil es würde sowieso sterben. Warum dann noch einen Sepp drauf verschwenden? Okay, das geht auch alles down. Jetzt sitze ich hier ganz hinten bei eben Goblins. Effekt Ice Spirit. Und dann haue ich darauf schon mal einen Feuerball. Darauf war auch nochmal ein Sepp. Gut. Gut. Wir haben ein bisschen Damage gemacht. Das ist schon mal ein Anfang. Es ist ein Anfang. So, jetzt. Ja, die Walkery geht auch down. Das und dann dazwischen noch Feuerball hauen. Okay. Jetzt hier das und da vorne das ein. Perfekt. Perfekt. Was heißt perfekt? Ist es überhaupt nicht, aber jetzt gerade ich ein bisschen in Bedrängnis. Vielleicht. Ja. Jetzt kriege ich auch noch alles down und er konnte weiterhin keinen großartigen Damage verzeichnen. Verzeichnen, wie sich das anhört bei Clash Royale. Okay, wir kommen nicht durch, aber er kommt auch nicht durch. Das sieht nach einem Unentschieden aus. Moment. Na gut, es muss ihm auch nur einmal gelingen, seinen Inferno-Drachen durchzubringen. Und ich predikte, dass er da jetzt gleich kommt. Genau. Perfekt, ich kann dann immer schön mit Feuerball raufhauen, der diesmal sehr, sehr schön war. Oh, wir haben Damage. Wir haben Damage. Kanone vor. Zirkeln. Ja, Mann, ja! Bam! Alter, so muss das sein! Geiler Scheiß! Wir haben mit dem Deck nochmal gewonnen. Geiler Scheiß, ey. So muss das doch aussehen. So muss das doch einfach nur aussehen. Wir haben gewonnen. Ich glaube, wir haben nochmal einen Mini-Packer. Und wir wollen aufsteigen. Ich steige aber nicht mit der Kanone auf, weil ich sie wirklich nie nutze. Aber die Fledermäuse sind erst auf 7. Ich könnte jetzt schön nochmal easy auf 18 und das habe ich jetzt auch vor. 2000 Gold. Schritt zu Level 11. Epischer Moment für mich. Ich spiele seit vor dem Start noch von Clash Royale und werde jetzt Level 11. Ich habe auch zwischendurch Geld ausgegeben, aber es gibt da noch schlimmere Sachen und ich würde sagen, komm, down raus. 3, 2, 1. Warte, nee. Nee, ich kann meine Maus nicht mal so hochheben. Doch, ich kann meine Maus so hochheben. Bam. Level up. Fucking guys. 40.000 brauche ich zum nächsten Level Up, das werde ich vielleicht nie hinbekommen. Vielleicht werde ich es irgendwann mal hinbekommen, ich weiß es nicht. Wir sind fucking nochmal Level 11. Geiler Moment. Ich würde sagen, wenn euch die Folgen gefallen hat, gebt einfach mal einen Daumen nach oben, wenn ich trotzdem hier könnt ihr abonnieren. Hier kommt ihr auf mein letztes Video und ich würde sagen, haut rein. Bis dann. Ciao.